Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Ich erkläre euch jetzt in diesem Video, wie man ganz schnell Trupp-Punkte verdienen kann. Da gibt es nämlich drei Möglichkeiten, die relativ effektiv sind und die man auf jeden Fall nutzen sollte. Möglichkeit 1 ist einfach, dass man Field Orders erfüllt. Das heißt, diese blauen Kästen, diese blauen Aktentaschen, die immer mal wieder auf der Map liegen, die sollte man aufsammeln und dann die kleinen Aufgaben erfüllen, die da eben immer angekündigt bzw. eben gestellt werden. Das ist manchmal auch gar nicht so schwer. Manchmal ist es irgendwie, kill jemanden von hinten oder mach 3 Kills mit einer aufgehobenen Waffe. Das heißt, es lässt sich auf jeden Fall schaffen und so verdient man eben Squad Points bzw. eben Trupp-Punkte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man Operations erfüllt. Da gibt es immer 5 Stück innerhalb von 2 Wochen. Ihr seht es jetzt gerade auch im Hintergrund. Die kann man eben einfach erfüllen und für jede Operation bekommt man eine bestimmte Anzahl von Squad Points bzw. Trupp-Punkten. Steht da auch immer mit dabei. Das heißt, da kann man ganz gut schauen, was man letztendlich machen will und wie viele Punkte man bekommt. Dann gibt es dort aber noch eine kleine Besonderheit und zwar ist es so, dass man da praktisch versuchen muss oder versuchen sollte, möglichst viele von diesen ganzen Operations zu machen. Denn je mehr Operations man macht, umso mehr Extrapunkte gibt es nochmal oben mit drauf. Man sieht es jetzt hier, wenn man eben alle 5 Operations macht, bekommt man nochmal extra 4 Squad bzw. eben Trupp-Punkte mit oben drauf und die kann man natürlich auch noch für irgendein Zeug benutzen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man einfach ganz normal levelt. Das heißt, für jedes Level, das man schafft, bekommt man nochmal extra 2 Squad-Punkte. Und von daher ist man eigentlich ganz gut bedient, wenn man eben einfach so ein bisschen schaut, dass man diese ganzen Operations macht, dass man ein bisschen die Field Orders macht und dass man halt einfach versucht, relativ schnell zu leveln. Mein Tipp noch nebenbei, versteift euch dann nicht so sehr drauf, das heißt macht einfach mal langsam. Letztendlich ist es so, dass man am Ende eigentlich, wenn man schon relativ weit gelevelt ist, genug Squad Points hat und dann gar nicht mehr so viele benötigt. So ging es mir auf jeden Fall, aber gut, das kann natürlich auch bei euch anders sein. Ich hoffe, euch haben diese Tipps geholfen. Falls so ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Außerdem ist es natürlich so, dass es auf meinem Kanal weiterhin Call of Duty Ghosts Videos gibt. Falls ihr da nichts verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Das war's jetzt von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.